Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My Summer Car, unserem Sommerauto. Ja, schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid und vielen, vielen Dank für die ganzen kleinen Tipps. Ne? Hoshi, tu mal was gegen dein Husten, weil es echt schlimm. Du hustest ja sogar schon im Kommentar. So, und zwar geht's weiter hier mit dem Zusammenbau unseres Autos. Und wir haben in der letzten Folge, ich bin immer noch ein bisschen am Wanken, weil ich ein bisschen was getrunken habe. Und haben uns ja hier um den Motor beschäftigt. Das heißt, wir haben hier den Motorblock platziert, den Keilriemen und haben das Ganze hier soweit zugeschraubt. So, jetzt nehmen wir das Ding mal in die Hand und drehen das einmal wieder rum. So, zack. Und jetzt gucken wir mal, was brauchen wir denn jetzt? Das glaube ich, brauchen wir irgendwie hier oben irgendwas drauf. Wie heißt denn das? Dieses Zylinderkopfgedöns. Hast du nicht gesehen? Da ist es. Das ist, glaube ich, das hier. Ich glaube, das kommt hier oben drauf oder so. Jo. Müssen wir das festschrauben? Nee. Dann brauchen wir meiner Meinung nach den eigentlichen Zylinderkopf. Wie heißt denn das Ding hier? Rocket Shifter, das war es nicht. Ah, hier, da. Bücken wir uns mal ein bisschen. Das müsste der Zylinderkopf sein. Der kommt jetzt hier oben drauf. Stehen wir mal wieder auf. Und packen uns das Ganze hier drauf. So, jetzt müssen wir es, glaube ich, wieder festschrauben. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn da für ein Ding? Machen wir erstmal den Kasten hier wieder auf. Ich glaube, wir brauchen wir den hier. Jo. Das müssen wir festschrauben hier. Na komm, schraub fest hier. So, Zylinderkopf. Den machen wir mal soweit fertig. Und müssen dann auf jeden Fall hier. Oh, ist das mit dem Wanken? Es ist echt heftig. So, müssen wir den ganzen Kram jetzt hier einmal verschrauben. Wir müssen auch jede Schraube anschrauben, ansonsten fliegt uns das Ding irgendwie um die Ohren. So. Dann basteln wir mal jetzt weiter hier. Bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Wenn das Telefon mal bimmelt, werden wir auf jeden Fall mal loseiern und mal einen Auftrag machen. Dieser eine komische Anruf, der war sehr unseriös, der hatte irgendwas mit Luft zu tun. Und dachte ich mir, okay, den nimmst du jetzt mal nicht wahr. Vielleicht haben wir noch mal einen seriösen Auftrag hier und werden uns dann mal darum kümmern und mal gucken. So. Jetzt war ich gerade schon auf dem Pott und muss wieder auf dem Pott. So, das haben wir festgeschraubt. Müssen wir sonst irgendwas festdrehen hier? Ich glaube, das passt soweit, ne? So, Zylinderkopf haben wir drauf. Wo sind denn die Ventile hier? Wie heißt die Nummer? Was ist das hier? Ich glaube, das heißt Rocket Shaft, aber ich meine, das müsste das sein, ne? Gucken wir mal. Jo. Das müssen wir auch wieder festschrauben. Ich gucke mal, ob wir den gleichen Schlüssel verwenden können. Nee, können wir nicht. Brauchen wir, glaube ich, einen größeren. Ich glaube, den Achter. Jo. Das schrauben wir jetzt auch hier drauf. Und so langsam wird unser Motor hier. So. Ja, auf jeden Fall Spiel. Da freut sich auch immer mehr Beliebtheit hier. Ihr habt ja auch gesehen, da kommen auch regelmäßig Folgen. Mich würde auch mal interessieren, ob ihr das auch schon selber mal komplett geschafft habt oder was so eure Fails waren und was ich vielleicht jetzt hier wieder vergessen habe, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ne? Ein paar kleine Tipps wären vielleicht mal angebracht. Aber ich lebe ja die Devise frei nach dem Motto Try and Error. Guck mal, es sieht schon fast aus wie ein Motor. Aber nur fast. So, dann haben wir das auch festgeschraubt. Dann brauchen wir jetzt diese komischen, wie heißen die denn hier? Diese Nockenwellen oder wie das heißt. Wo ist denn das? Frage ist, da, Campshafter, Gear, gibt es da einen Unterschied? Wir brauchen erstmal die normale Nockenwelle. So, die müssen wir irgendwie reinschieben gleich. Reinschieben ist auch geil. So, muss sie irgendwie rein. So, müssen wir es auch wieder zudrehen hier. Müssen wir das irgendwie zuschrauben?
Oder wird sie einfach nur reingeschoben hier? Ich glaube, die wird einfach nur geschoben, ne? So, dann brauchen wir... Was war das denn? Habe ich irgendwas mitgenommen hier? Ja, wahrscheinlich. Irgendwas habe ich wieder umgehauen. So, Nockenwelle. Dann brauchen wir Campshifter Gear, glaube ich, war es. Wo war denn das? Pearly Gear. Wo kommt die jetzt drauf? Ich glaube, die kommt hier an der Seite. Zumindest hier vorne dran. Da. Müssen wir da auch irgendwas festschrauben? Ah, da ist eine Schraube auf jeden Fall. Ich weiß nicht, können wir das mit dem machen? Oder brauchen wir einen kleineren, glaube ich, ne? Ja. Da brauchen wir, glaube ich, hier den 7er Schlüssel. Oder? Oder noch kleiner, oder was? Ja. Brauchen wir doch den 6er? Nö. Oder doch einen größeren? Nehmen wir mal den 10er hier. Ich glaube, der ist viel zu groß. Irgendwie, warte mal. Wir legen das mal ein bisschen hier auf Kante. Da kommen wir da ein bisschen besser dran. Ich hoffe, das fällt jetzt hier nicht runter und fällt uns irgendwie komplett entgegen. So, mal gucken hier. Was ist doch der falsche? Und dann müssen wir da erst noch was draufpacken. Ich glaube, das Gear müssen wir noch draufpacken, ne? Campshifter Gear oder so. Wie heißt denn das hier? Campshifter Gear? Haben wir das jetzt nicht gerade draufgepackt? Oder vertue ich mich jetzt? Warte mal. Eine Steuerkette. Ich glaube, wir müssen das erstmal festschrauben hier, oder? Gucken wir uns mal an. Ist das eine Schraube? Jo. Ist definitiv eine Schraube. Aber welchen brauchen wir denn da? Nehmen wir mal den 6er hier. Da muss ich erst die komische Steuerkette hier drauf packen. Wo habe ich die denn? Mal gucken hier. Versuchen wir es einfach mal mit der Steuerkette hier. So. Vielleicht müssen wir es auch später zusammenschrauben. So, Steuerkette haben wir drauf. Steuerkette, Steuerkette. Wo ist denn der Deckel dafür? Steuerkettendeckel, irgendwas. Das sieht denn so aus wie ein Steuerkettendeckel. Ich glaube, das da unten, ne? Timing Cover. Ich glaube, das müsste das sein, oder? Ja. So. Das kommt hier drauf. Ah, und jetzt können wir erst festschrauben. Okay. So. Bücken wir uns mal ein bisschen hier. Da kommen wir ein bisschen in die Knie. Da kommen wir ein bisschen besser dran an die Schrauben. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht vergessen, hier das hier dran zu schrauben, ey. Ich glaube, das hält jetzt hier durch die. Ich hoffe, ich habe jetzt echt nichts vergessen. Ansonsten ballert uns der ganze Motor dann irgendwann mal hier um die Ohren. So, die Schraube. Dann haben wir die nächste auch noch fertig soweit. Oh, ich bin ein bisschen durstig. Ich habe ein bisschen Stress und ich muss mal auf die Toilette. Das können wir gleich mal machen. So, dann haben wir das auch fertig. So, jetzt muss ich erstmal trinken. Erstmal noch einen Schluck hier. Aus unserem Kasten. Kann ich den hier auswählen? Dann muss ich ihn einmal bücken. So. Nehmen wir nochmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle hier. So, ein bisschen Stress haben wir auch. Hunger. Ja, geht, ne? 7 Bier sind auch ein Schnitzel. So, dann entspannen wir nochmal eine Runde hier. Und werden dementsprechend nochmal hier eine fix durchziehen. Weil Stress lebt langsam ab hier. So, ziehen wir das Ding mal leer hier. Oh, Alter. Was ein Zug, ey. Verdammt. So, jetzt gehen wir mal hier kurz hier auf die Toilette. So, mal kurz hier einmal kurz die Toilette benutzen hier. So. Duschen machen wir später. So, nochmal hier. Den Jürgen würgen. So.
Abschüttel nicht vergessen. Na komm. Na. So. Hände waschen. Ne? Na gut, können wir nicht. Wisst auch selber. So, Hunger haben wir nicht. Das heißt, wir können jetzt weitermachen hier. So, geht's wieder zurück hier. So, das haben wir festgeschraubt. So. Steuerdeckel haben wir drauf. Die Wasserpumpe. Wo kommt die denn drauf? Wasserpumpe, Wasserpumpe, Wasserpumpe. Das war doch das hier, ne? Ne, Alternator. Was ist denn? Da ist die Wasserpumpe. Frage ist, wo die drauf kommt. Ich glaube, die kommt hier vorne drauf. Nein! Oh, die kommt auf jeden Fall da vorne drauf. So, bücken wir uns mal hier. So, die Wasserpumpe kommt da drauf. Auch da müssen wir wieder was festschrauben. Aber ich glaube, da brauchen wir kleinere, einen größeren Satz, ne? Ich glaube, dann nehmen wir mal hier den 8er und einen 7er. Mal gucken, ob das hier mitgeht. Mit der Wasserpumpe? Nee, ich glaube, das ist ein bisschen zu groß. Nehmen wir mal den 7er. Jo, beim 7er geht's. Wir knien uns mal wieder hin hier. Da kommen wir da auf jeden Fall auch besser dran. Und schrauben die Wasserpumpe hier noch drauf. Ich bin mal gespannt, dass hier so alles funktioniert, ey. Nicht, dass uns das Ding hier komplett um die Ohren ballert. Ich habe immer noch Bedenken wegen dieser Schraube hier, ey. Ich weiß nicht. So, das haben wir für dich. Das haben wir angezogen. Das haben wir auch angezogen. So, dann haben wir das auch. So, Wasserpumpe haben wir drauf. Und dann brauchen wir das Kurbelwellenrad. Kurbelwellenrad, wie sah das denn nochmal aus? Ich glaube, das war hier unten. Da ist es doch. So, dann bauen wir das auch mal zusammen hier. Das Kurbelwellenrad kommt, glaube ich, hier vorne hin, oder? Kommt das da hin? Wo kam das nochmal hin? Hier vorne drauf, ne? Da unten hin. So, was haben wir da? Brauchen wir da einen größeren Schlüssel? Ich glaube, da brauche ich wieder... Ich glaube, da brauche ich einen 10er oder sowas. So, nehmen wir mal den 10er Schlüssel. Geh mal kurz in die Knie hier. Ne, das reicht nicht. Dann wollen wir mal gucken. Brauchen wir doch einen größeren? Ein 11er? Jo, ein 11er Schlüssel. Gehen wir mal in die Knie, da können wir das hier besser sehen. So, dann schrauben wir den auch mal fest hier. So, das haben wir auch erledigt. So, und dann brauchen wir, so, das haben wir, das haben wir. Wasserpumpen. Der kommt, glaube ich, gleich drauf. Was ist denn das hier? Das Gearbox, ne. Clutchmaster. Distributor. Was ist denn das? Das hier für die Wasserpumpe. So, es kommt hier vorne auch noch drauf. Jo, das wird auch verschraubt. Da brauchen wir einen kleineren. Ich glaube, da müssten wir einen 8er nehmen. Ne, der ist ein bisschen zu klein. Nehmen wir mal einen 7er Schlüssel, damit wir das dann hier hinbekommen. Wie groß ist denn der? Wobei, ne, es ist kleiner als das. Da brauchen wir doch ein bisschen was anderes. Nehmen wir mal den... Brauchen wir denn echt den 11er? Den habe ich doch gerade schon gehabt. Na, dann brauchen wir doch einen 10er. Mann, ey, das ist ja schlimm mit den Schlüsseln hier, du. Verdammt. So, ne, das geht auch nicht. Oder? Und doch noch kleiner. 9er. 9er. Nö. Brauchen wir wahrscheinlich einen 8er. So, gleich haben wir einmal alle durch. Und, hä? Was ist denn das für ein Mist hier? Nee.
Da brauchen wir noch einen größeren. 12er? Nee. Ach, Mist. Ein 7er. Ich glaube, den hatten wir gerade schon, aber... Nee, das sieht gut aus. Ein 7er brauchen wir. So, nehmen wir uns mal wieder hin. Dann sehen wir das auch besser. Verschrauben das Ganze jetzt hier. So, und so langsam geht es echt wirklich voran hier. Mit unserem Motor. Aber ich glaube immer noch, diese Schraube wird uns nachher um die Ohren fliegen. So. So, das haben wir auch. Jetzt brauchen wir die Lichtmaschine. Das ist, glaube ich, das hier. Das Teil hier. Wo kommt das denn nochmal hin? Ich glaube, das kommt ja an der Seite, ne? Ja. Genau. So, jetzt müssen wir hier auch nochmal was schrauben. Ich guck mal. Ah, da können wir den Schlüssel direkt behalten. Das ist schon mal gut. War hier auch noch irgendwas zum Verschrauben? Gucken wir mal hier. Jo, da ist auch noch. Das ist so eine Mutter. Wie kriege ich die denn fest hier? Da muss ich echt aufpassen, dass wir hier auch wirklich alles verschrauben, ne? Ich glaube, warte mal. Da brauchen wir auf jeden Fall einen größeren. Ich glaube, nehmen wir mal einen 10er. Jo. Das haben wir auch fertig. Gucken wir hier nochmal, ob wir da noch irgendwas festdrehen müssen. Ne, das haben wir auch. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt brauchen wir noch einen Keilriemen. Strap. Wellness. Steering Wheel. Wo haben wir denn? Ach nee, oder? Oh. Jetzt haben wir keinen Keilriemen hier, oder was? Nee. Oh nee, wo kriege ich denn den Keilriemen her, ey? Aber ja, habe ich den vielleicht schon gekauft? Mal gucken hier. Ach, geh doch mal auf hier. Na komm, geh doch. Ach komm, geh mir hier rein. Leg mich doch an die Füße hier. Doofes Ding. So, haben wir echt keinen Keilriemen gekauft? Och nee, oder? Oh, das ist wahrscheinlich das, was Hoshi meinte. Verdammt. Mist. Auf jeden Fall brauchen wir was zu süppeln. Wir haben echt keinen. Nein, ich hab's vergessen. Wie spät haben wir überhaupt? Wo war denn die doofe Uhr hier? Ah, es ist 2:30. Da können wir nochmal loseiern. So, wir packen uns doch mal ein Kaltgetränk rein. Brauchen wir eigentlich nicht. Ich habe hinten Milch im Auto. Und dann fahren wir mal los hier. Schnell zum Shop und besorgen uns noch einen Keilriemen, ne? Ah, das war da, glaube ich, das, was, na, warte mal. Wenn erstmal alle Türen schließen hier, ne? Ist ja nicht Tag der offenen Tür hier. So, zumachen. Zumachen. Oh, ne, nicht, dass der Motor nachher noch geklaut wird. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel hier so weit funktioniert. Da muss ich jetzt echt wegen diesen doofen Keilriemen los, ey. Verdammte Axt. So. Zack, Driving Mode. Tür zu. Richtig zu. Anschnallen. So. Und jetzt warten wir mal, bis die Lampe hier ausgeht. Weil da wurde mir nämlich gesagt, dass er erstmal vorglühen muss hier, die Kiste, ne? Ich trinke mal einen Schluck Kaffee derweil. Und dann warten wir mal ab, bis hier so ein Lämpchen ausgeht. Und dann soll der mit einem weiteren Druck auf Ignite, also auf den Zünder, oh, da ist die Lampe aus. Testen wir das mal. Ach, scheiße, das habe ich nicht... Leute. Oh, der geht recht fix an, ne? Das ging ja nicht schlecht. So, Handbremse lösen hier. So, Rückwärtsgang rein. Packen wir mal aus. Oh, bremsen müssen wir. Und dann ab erste Gang und los geht's hier. Ich hoffe, ich finde hier wieder zurück, ey. Man muss quasi immer rechts fahren, hat man mir gesagt. Beziehungsweise habe ich, glaube ich, beim letzten Mal gemerkt,
So. Fahren wir schnell los hier. Ab. Ab zum Laden, bevor der wieder zumacht hier. Oha, Kurve. Kurve. Aha! Nein! Oh Gott, oh Gott. Wir haben es gerade eben geschafft, sehr gut. So, einen zweiten können wir drin lassen. Und weiter geht's hier. Also Lenkrad werde ich dann auf jeden Fall anschließen, wenn wir, wenn wir letztendlich dann unser Auto zusammengebaut haben. So, immer rechts halten, okay. Brettern wir hier lang. Oh, nein! Nein! Oh Gott. Glück gehabt. Oh, erster Gang. Haben wir nochmal echt Glück gehabt hier. Oha. Sputen wir uns mal hier. So. Ich fand, das war hier so eine Eisenbahnstrecke. Ich hoffe, dass jetzt hier kein Zug kommt, deswegen schnell hier rüber. So, dann fahren wir gleich mal wieder rechts. Oha. Nach Rikipiola, da müssen wir hin. So, und Vollgas. Ich hoffe, wir kommen da noch rechtzeitig an, bevor hier der Laden zumacht. Ansonsten reiße ich den dann die Bude ab. Also. Nein! Nicht darunter. Oh, jetzt komme ich da wieder nicht hoch, oder? Och, nö. Jetzt haben wir gleich einen Mist wie beim letzten Mal hier. Ah, Rückwärtsgang rein hier. Mann, 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 Mann. Wir müssen mit ordentlich Schmackes wieder hoch hier. Beziehungsweise wir fahren einfach hier an der Seite lang. Irgendwie habt ihr mir auch einen Tipp mit einem gelben Haus gegeben. Das habe ich soweit gar nicht verstanden. Man könnte da wohl querfeld einfahren oder wie auch immer. Und jetzt haben wir das Feld hier. Okay. So. Komm, gib Gas da. So, weiter geradeaus hier. Mal hoffen, dass jetzt hier kein Zug kommt. So. Na komm. Oh, da kam gerade ein Zug. Oha! Ah! Oh, ey du Spinner! Guck doch mal nach vorne, Mensch, du! Alter! Ey, fährt er hier einfach? Wisst ihr? Da fährt er hier einfach lang, nur. Macht mein schönes Auto kaputt. Unglaublich. Unglaublich, echt. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir irgendwann mal gleich zur Hauptstraße kommen hier, wa? Hätte ich jetzt hier rechts gemusst? Nee. Ich glaube, wir müssen bis zur Hauptstraße und dann rechts. So, weiter geht's hier. Oh. Oha. Wir gerade nochmal abgefangen hier. Die scheiß Moskitos hier, auch total laut. So, ich glaube, wir sind hier richtig. Hoffe ich doch mal. Oh, ist das eine lange Fahrt hier immer, ey. Ist ja ganz schön lange hier, ey. Scheinbar bin ich schon wieder verfahren und ihr lacht euch gerade wieder kaputt.
Ich bin auch voll fertig mit der Welt hier. Hunger habe ich auch. Na gut, ich habe ein paar Sachen hier noch im hinten drin. Ah, hier müssen wir jetzt, glaube ich, rechts, ne? Oder? Was jetzt hier rechts? Gucken wir mal rein hier. Ne, hier nicht. Müssen wir weiter. So. Ah, wahrscheinlich fahre ich sowieso wieder Umweg. So, weiter geht's hier. Ah, da vorne ist die Straße. So. Brettern wir jetzt einfach lang hier. So. Vollgas hier. Ah, hier sind wir richtig. So. Mit dem dritten Gang hier runter. Einmal kurz runterschalten hier. Kurzen Drift am Start und jetzt Vollgas. So, 100 ist erlaubt hier. So. Macht er denn da? Parkt er sein Auto oder was? Kann man hupen hier? Oh. Verdammt. Ich dachte mit H hupen, Mann. Verdammt. Ah, ein bisschen Luft hier, ne? So, mit seinem komischen Opel Vectra hier. Na, Platz da, Kollege. Oha. Wir müssen gleich rechts hier. Jo. Hier müssen wir rechts. Schalten wir mal runter. Dann sind wir gleich da hier. So. Rekjaplöl, was weiß ich. So. Ich glaube, da vorne ist der Shop schon. Jo. Wir sind definitiv richtig, Leute. Da ist es Pjöllang und da ist der Shop. Ach, guck mal, hier ist ein Bus. Ach du Scheiße. Was ist denn hier schon wieder los? Ist ja richtig Palaver hier. Oha. Ja, Treffen der Halbstarken hier. So, fahren wir ein Stück vor hier. So. Erstmal Handbremse rein hier. Müsste mich erstmal hier der Scheibe irgendwie entledigen. Das haben wir jetzt gemacht. So, aussteigen, abschnallen hier. Gut, dass wir uns angeschnallt haben hier. So, ist das jetzt zu? Ja, jetzt ist es zu. So. Hey, onks tää nyt se Peräjärve kova jatka olevina täällä? Was? Saaks tää mitä tehdä ja... Joo, ne? Ich kenn auch deine Mutter, genau. Ei vittu, me ei nyt vittu. So, Mahlzeit, Hallöchen. No morjesta tiski ja tiskit konneese. Bist du ein Inder oder was? Keine Scheiße. So. Und zwar... einen komischen Akzent, der Jutemann. So, wir brauchen auf jeden Fall hier irgendwie so einen Keilriemen. Hier ist so eine komische Einkaufstasche hier. Wo kriege ich denn einen Keilriemen her, verdammt? Ah, da! Keilriemen. Was, 295? Oh. No niin, tarttisiko tämän kertaisesta. Was ist denn hier los? Den geht's gut, oder was? So, dann zahlen wir mal den Kram hier. So. Dankeschön. Ja, voll auf Krawall gebürstet hier, Alter. Oh, ist das geil, Leute. Ich pack mal kurz ein. Ich guck mir das Schauspiel mal an hier. Schmeißen wir das mal hin hier. Machen wir den Scheiß auf hier. Komm, der muss auch noch rein. Komm. Ey. Alter. Geht's denn gut, oder was? Ist mit dir nicht okay hier, Alter? Nur kaputt. Oh. Wie geil. Oh, ist das geil, Leute. So, Leute. Ich würde vorschlagen,
Ja, wir belassen es erstmal dabei. Keilriemen haben wir besorgt. Ich werde mal kurz hier ein Happen essen. Andere Seite. Mal kurz hier ein Happen essen. Mal kurz hier. Ach, die Chips ist, glaube ich, keine gute Idee, oder? Da kriege ich ja so viel Durst. Was habe ich noch hier? Habe ich noch irgendwas, was ich mich hier so nehmen kann? Was ist das? Das ist Juice. Ach komm, weißt du was? Das ist so lustig. So. Jetzt nehmen wir mal das Ding hier. Vernichten das auch mal hier. Den Saft. Das hilft aber nicht. Was ist das denn? Warum? Warum hilft das jetzt nicht? Ich bin durstig. Hallo. Ein bisschen Milch. Oh, verdammt. Das geht nicht. Kann ich gleich wieder was Neues einkaufen hier. Ich glaube, ich hole noch fix einen Kasten Bier, Leute. Das wird nicht besser. Oh, jetzt. So, nochmal hier Milch trinken. Milch, komm. Ein Ölfilter wollen wir nicht trinken, nein. So, nochmal eine Kanne Milch hier hinterher. Oha. Das war auf jeden Fall... Oh, da können wir noch eine trinken. Müssen uns mal kurz ein bisschen bücken hier. Ich komme jetzt hier nicht rein, oder? Hallo. Oh, jetzt komme ich hier nicht rein, Alter. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt backe ich hier irgendwie fest. Das ist auch toll. Toll. Auf jeden Fall komme ich jetzt hier nicht dran. Ich gucke, ob ich da dran komme. Ach, wisst ihr was? Ich sag mal, von Kaltschorle-Getränken kann man nie genug haben. Der hat ja noch auf, der Jute hier. Guten Tag, hallo, da ist er wieder. Ja. So, ich brauche noch ein Biercase hier. So, nehmen wir noch einen Kasten Bier mit. Und dann würde ich sagen, stiefeln wir mal ab hier. So, man weiß ja nie, ne? Falls man nochmal Durst hat hier. So, machen wir zu den Laden hier. So, komm in die Tür. Jo, Mahlzeit. Joa, Leute. Ich würde sagen, das war's erstmal mit der Folge. Hier ein bisschen ein paar Bekloppte hier im Dorf. Keilriemen haben wir besorgt. In der nächsten Folge bauen wir dann den Wagen weiter zusammen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und sage erstmal bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.